So, und damit einmal hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hydronia. Mit mir, euer Hamler und wir bauen die Garage weiter. Ja, in der letzten Folge haben wir hier schon mal die Restbetonwege. Hier habe ich schon mal angefangen, das weiß ich noch nicht, Raum. Da arbeite ich noch daran, was das konkrete Raum sein soll. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber schauen wir einfach mal. Also hier soll ja auf jeden Fall der Umladeplatz sein. Und da habe ich auf jeden Fall vor, das mache ich jetzt auch weiterhin, den Weg hier weiterzubauen. Denn ich habe auch schon mal hier passend die Wand vor unserem Claimhaus. Schon mal, ja, einen Durchbruch gemacht, kann man ja so sagen. Und da soll noch eine Treppe hin, die uns, ja, das direkten Zugang zwischen Claimhaus und Garage ermöglicht. Also wir können zwar dann auch außen rumgehen, aber... jetzt muss ich nur eben gucken. Das ist mittig, ja. So. Man muss auch schon ein bisschen hoch. Ich glaube, so die Höhe kommt hin, ne? Ne, ein höher müssen wir noch. Ein höher müssen wir doch noch. So, und da bauen wir uns jetzt einfach mal eine schöne Treppe draus. So. Treppe wäre doch ein bisschen lang, aber das sollte erstmal kein Problem darstellen. So. Wird die Treppe aber auch wirklich lang genug, ne? So, dann nehmen wir die Kiste einfach mal mit. So, und dann bauen wir sie einfach hier längs weiter. So lang, zumindest so lang, bis wir hier wieder Boden unter den Füßen haben mit der Treppe. So. Nee, das war zu weit. So. Huch. Moment. So, warte mal. Zack. So, dann muss da hier noch was hin. Und hier. So, dann würde ich sagen, lasse ich die Kiste erstmal hier stehen. Dann brauchen wir mal Holztreppen. Wir sind doch ein Fan von Holztreppen, Leute. Ja gut, ich könnte die auch ein bisschen schmaler bauen, aber ganz ehrlich, warum denn auch? Dann kann man hier in jeder Stufe noch einen schönen Geländer dran machen. Das hat doch auch was. So, hier geht es wieder auch wieder bergab. So, warte mal, da brauche ich mal eben die Kiste mit. So. Und nochmal hier. So, dann nehmen wir das hier einmal mit. So, dann müssen wir uns auch unser Betongang jetzt auch drum bauen. Ich habe versucht, nur ein bisschen Hoffnung zu haben, dass ich das ausgleiche. Ich habe aber das Gefühl, das könnte nicht ganz reichen. Aber das wäre auch nicht so wild. Wie gesagt, ich hätte sonst auf jeden Fall gesagt, hier sonst so eine Art Verbindungswand. Das müssen wir gleich mal gucken, wie gut sich das mit der Haustür passt. Wollte sagen, wieso habe ich den Betonboden nicht mehr? Achso, stimmt. Warte mal. Wollten wir hier eben noch das hier mal ausschalten. So. Dann bleibt auch alles ruhig. Dann bleibt das auch ein bisschen Performance besser. Man merkt ja doch, dass das ein bisschen mehr Performance frisst. So. Na. Das geht sich ja doch aus. Wunderbar. Sehr gut. Gut, dann schnappen wir uns mal. Holzböden werden wir... Was war das denn? Holzböden brauchen wir denn einmal? Jetzt muss ich mal eben gucken. Da, Holzböden. Oh, guck mal, wir müssen sogar unseren Holzbodenvorrat bald wieder auffüllen. Guck mal, dann gehen wir hier hoch und dann können wir uns das frei aussuchen, ob wir links oder rechts gehen wollen. Ja, so passt das wunderbar. Das ist gut.
Aber ich, ja, das wird auch reichen. Wir müssen auf jeden Fall noch nicht so viel an Vorrat nachkaufen. Stimmt, von der Hausgröße selber geht's ja, ja klar. So, und ab hier werde ich dann nur noch ein Geländer drüber bauen. Ja, dass wir dann hier quasi von links nach rechts gucken können. Ne, das passt so gut. Dann bin ich mit zufrieden. Das kann also wieder weg. So, bring ich mal wieder runter. Und zwar hier hin. So, Holzböden. Ja, komm, kannst du auch aber hier hin. Hauptsache die ungefähr Sortierung stimmt. Genau, und dann brauche ich einmal die hier. Das ist ja, das sind ja unsere Holzgeländer. Die brauchen wir natürlich. So, müssen wir natürlich so platzieren, dass das auch passt. So. Gib mal die Kiste mal mit. Guck mal, damit passt das sich auch perfekt nach außen an. So, machen wir hier gleich weiter. So, dasselbe müssen wir jetzt hier auf der anderen Seite auch nochmal machen. Und ich wäre auch dafür, dass wir hier noch ein oder zwei Säulen dann noch hinsetzen, aber das kommt gleich. So, gut, dann kann die Kiste mit dem Geländer auch zurück. Ja, kann dann auch zurück. So, da sich um Mod handelt, kommt sie wieder hier hin. So, dann brauchen wir noch... Moment, wo ist denn... Ach genau, die Korken brauchen wir auch mit. Aber dazu später. Ich suche jetzt eigentlich... Holz-Halbwand. Gut, das, gut, dann machen wir das. Okay, das, was wir brauchen, haben wir auf jeden Fall nicht da. So, dann wollen wir mal die hier mal platzieren. Die müssen wir auch anbringen. Moment, da. Ich wollte gerade sagen, wohin passt das? So. Nee, warte mal. Doch, nee, alles gut. Sieht richtig aus. Guck mal, das passt doch ganz gut. Toll. Das passt. Gut, dann gehen wir mal hier mal wieder zurück. So. Okay, dann brauchen wir noch eine Tür im Landhausstil. Oh, hoppla. Da habe ich jetzt die eigene Tür jetzt mitgenommen. Das war jetzt natürlich jetzt nicht der Plan. Ach so. Moment. Ach, verdammt. Jetzt fange ich mich ja schon selber an, hier drin zu verlaufen. So, die Betonböden nehmen wir erstmal mit. Man weiß ja nie, ob man sie nochmal gebrauchen kann. Guck mal, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? So, dann nehmen wir mal unseren Karren mit. So, Buch. Ah, ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das wird schon. So. Ist zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber hey, das wird... So, dann gehen wir mal hier wieder raus. Nee, noch eine Verdrehung hinlegen und zack. Huch. Da fliegen wir ja nur fast drüber hinweg. So, genau, wir müssen einmal hier rum, dann müssen wir hier rum. Warte mal, ich habe das Gefühl. Ja. Performance ist gerade echt etwas schlimmer am Leiden. So, hier brauchen wir einmal eine Tür. Wow, was ist denn hier los? Es leckt ja manchmal hier ganz schön. Und dann... brauchen wir die hier eigentlich auch einmal. Warte mal, ich gehe mal eben los. Und besorgen wir uns mal hier einen Storage Crate.
eine Glorious-Kiste, wie ich sie auch einfach nur nenne. Soweit hier würde ich nämlich gerne mal Halbwände kaufen. So. Dann gib mir mal das Geld, liegt hier. Das bringe ich mal hier hin. So. Oh, pack mal die Glorious-Kiste hier zum Ende hin. So. Kaum muss noch mal ein paar Halbwände für 36.500. Ja, gut. Geld ist gut liegen geblieben. Machen wir mal so. Das klappt. So, und damit würde ich sagen, geht es auch schon wieder zurück. Huch. Ist etwas gewöhnungs- bedürftig mit der Steuerung hier. Ist etwas schwierig. Moment. So. Ja, wir müssen einmal hier hoch. So, dann einmal hier drehen, darüber. So, wollen wir mal gucken. Ja gut, dann macht das so. Ist mir dann auch egal. Genau, hier wollte ich einmal für eine Halbwand. Hier wollte ich gerne eine hin platzieren. Und dann sollte hier... Ich finde auch noch eine Tür rein. So, das hat doch was. So. Da muss hier unten... Nee, muss da gar nichts hin. Nee, alles gut. So passt das, finde ich. Das heißt, dann können wir die Kiste auch schon wieder wegbringen. Die brauchen wir dadurch nicht mehr. Und ich bin gerade voll am Ausgang vorbeigelaufen. So. Hier einmal was im Landhausstil. Warte mal. Nee, warte mal. Das nach Haus... Ich dachte, ich hätte es doppelt gekauft. Ne, gut. Bin ich beruhigt. Genau. Die brauchen wir einmal... Ne, das ist die Storage Crate. Warte mal. Da seid ihr. Die brauchen wir ja doch nochmal wieder mit. Wir werden ja garantiert nochmal in unserer Garage nochmal ein bisschen was haben. Aber ich frage mich gerade, ob man das eher schon fast schon Logistikzentrum nennen kann, was ich hier gefühlt baue. So, Holzwand mit Fenster. Genau, das werden wir auch nochmal. Aber ich würde mal sagen, wir machen erstmal hier die hier weiter. Wir müssen jetzt erstmal... Ach ja, um was wir uns erstmal hauptsächlich drüber müssen, ist die Raumaufteilung. Und zwar, ich wäre gerne... Warte mal. Kann ich so gut einparken? So, ich meine, guck mal, wenn ich hier so komme... So, dann will ich ja schon gut ein... Ja, ich glaube, im Fahrzeug ist das echt manchmal leichter als gesagt. So. Doch, da sollte ich gar nicht reinkommen. Na, guck mal, dann kann ich hier so gegenfahren. Zack. Kann ich hier so aussteigen. Hier rein. Na, guck mal, alles aufladen. Zack, zack. Dann kann man hier noch ein paar Karren hinstellen. Das hat doch wirklich was. So ist es ungefähr mein Plan an der Geschichte. So, dafür werde ich das also meines ehrlichen Meinung nach können wir das hier ruhig alles als Holz machen. Das sehe ich nicht problematisch, ehrlich gesagt. So, warte mal. So. Ja, sollte ja schon da reinpassen, ne? Ja, da werden wir auf jeden Fall ein paar Holz-Halbwände brauchen, aber das ist klar. So, warte mal. Dann da die nächste Wand hin und hier. Ne, ich hätte sonst gesagt, dass hier der... Warte mal. Also, dass hier quasi dann das Umschlagplatz wäre. Ne? Kommt da hier so eine Zweierwand hin. Na gut, man muss ja natürlich... Naja, eigentlich muss das Gebäude ja nicht so groß werden, nö. Nö, eigentlich muss das Gebäude ja nicht so groß werden. Nö. Außer hier den Teil, den könnte man schon höher bauen. Also da würde ich mit sagen... Mal gucken wir einfach mal, wie komisch das aussieht. Guck mal, wir müssen ja schon mindestens so... Und dann so.
Was soll ich, da könnte man dann auch sagen, so. Könnte man dann so meinen, ja. Guck mal, den Rest hier machen wir einfach immer noch alles 2 hoch. Deswegen, das finde ich schon gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Deswegen, hier soll auf jeden Fall das Umschlagsplatz sein. So, dann können wir hier, kann man hier rausfahren, wenn ich hier rauskomme. Und dann hätte ich sonst gesagt, dass wir ungefähr hier so eine Garage hinmachen. Also will ich natürlich gucken, wie das laut Abzählung ist. Aber dann, wenn ich das richtig grob rechne, könnte man 3 Fahrzeuge drin parken. Wir testen es mal aus. Warte mal, das ist ein bisschen falsch. Obwohl, so doof ist das ja gar nicht. Dann könnte man hier Treppen. Oh, nee. Das ist garantiert nicht geplant. Na, auf jeden Fall hätte ich sonst fast gesagt, dass man denn hier die Fahrzeuge. Achso, hier sind die Halbwände. Hier sind die Wände. Guck mal, das ist auf jeden Fall mein Plan wäre, dass wir hier. Moment, wir müssen natürlich ein Stück tiefer hier. Ah, das muss man erstmal durchprobieren, ne? So. So, dann noch 1, 2, 3. Dann wäre hier der nächste Spaß. So. Und das wäre das eigentlich schon. Guck mal, hier kommt dann natürlich auch die. Also ich probiere es mal aus. Hier komme ich hier aus der Ecke dann gut raus. Ja, eigentlich schon, ne? Hoch. Oh. Kann man kritisch betrachten, ne? Aber das liegt auch daran, weil die Kiste hier blöd steht. So. Na. Also wenn ja hier, will ich ja hier raus. Guck mal, dann kann ich ja hier, wenn ich hier dann rückwärts reinfahre, hier ist dann so ein Art Umschlagplatz. Und wenn ich da fertig bin, hier, yippie-yay, let's go. Super. Yay, ich habe das Fahrzeug in die Wand gepackt. Nee, doch nicht. Ihr seid wieder draußen. Guck mal, kann ich hier so raus, yippie-yay, ich kann hier rumfahren. Hui. So, und wenn dann alles erledigt ist, hier wieder rein. Und das Tolle ist, da wir ein Tanksystem hier haben, wenn die Fahrzeuge, braucht man sich nur kurz hier hinzustellen. Zack. Guck mal, dann würde ich ja hier fast schon so einen Rückwärtsschlenker machen. Ah, ist ein bisschen schwierig, bei denen hier hinten reinzukommen, ne? Ist zwar machbar, aber etwas schwierig. Ja, ist machbar. So, und ich will hier wieder raus. Zack. Also, so viel sage ich dazu. Passen tut es. Passen tut es tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber doch, das passt. Gut, dann würde ich sagen, wir bauen die Wände mal weiter. Ich würde auch sagen, hier mache ich auch mal. Ah, wie würde das laut Abzählen hinkommen? So. Oder ich mache nur Fenster rein. Was denn? Ich würde das so machen. Moment. So. Oder ich mache hier sogenannte Doppelfenster hin. Dann mache ich das sonst so, ja. Ja, nehme ich sonst so als Doppelfenster dann. Das ist dann kein Problem. Zack. So, hier hinten kann ich jeweils immer links und hier kann ich den immer jeweils. So. Nein. So. Na. Das ist aber ganz schwierig hier. So, dann hier nochmal was. Na, wo hier könnten wir Doppelfenster hinmachen. Ne? Das ist nicht schlimm. Ach, da ist die Kiste. Ich wollte gerade sagen, wo ist die Kiste hin? Dann könnte man sagen, wir machen hier Doppelfenster. Ah, ist immer ganz schwierig hier. So.
Na, obwohl hier würde ich wieder ein einzelnes in der Mitte machen. Das wäre. Ich meine, auch wenn man nicht viel sieht, aber trotzdem, es geht ja. Wenn, dann geht es halt darum, ne? So. Und hier könnte man dann sagen, hier ziehen wir die Bank Lex. Alles, was hier rüber guckt, wird dann hier nochmal mit der. Nochmal mit dem Reck platt gemacht. Aber eigentlich müsste das laut Maßstab gut passen. So. Das ist ganz komisch hier manchmal hier mit dem Platzieren. Ist das schlimmer geworden? Ich weiß nicht. Oh, manchmal kann ich hier mega nah ran, manchmal muss ich hier mega weit weg. Irgendwie ist das doof. Dann mache ich das hier sonst von der Seite. Das fällt mir am einfachsten so. So. Guck mal, wenn man bedenkt, dass unser Claimhaus eigentlich doppelt so hoch ist und die Garage nur 4 Blöcke hoch, ist das Claimhaus schon 8 Blöcke hoch. Also ist schon ein Unterschied, ne? Das darf man ja schon mal nicht vergessen. Aber hey, das passt schon. Wenn ich jetzt nicht so wild. So, dann müssen wir auf jeden Fall noch hier. Ich habe mir auch überlegt, ich werde hier auch ein neu. Ich werde hier zu der Garage werde ich auch einen Teleportpunkt setzen. Das heißt, das Teleporthaus kriegt dann auch nochmal eine Erweiterung. Dann haben wir endlich auch mal alle 6 Plätze dort belegt. So, damit haben wir die Wände. So, da wir hier dann die Decke reinziehen, dann mache ich denn hier eine Wand. Hier. Hier und hier eine hin. So. So, und da das Gebäude ja auch nur eine bestimmte. Ach, diese Treppen hier. Diese Treppen brauche ich gar nicht. Eigentlich nicht. So. Holztür. Nö, brauchen wir auch nicht mehr. Kannst du auch erstmal dahin platzieren. Was ist hier mit dieser Wand? Brauchen wir ja auch nicht. Weg damit. Was ist das hier? Hier sind noch Fackeln, ne? Standfackeln. Oh, die könnte man ja zum Beispiel noch hier. Hier ist Garagendekoration danach setzen. Was man eventuell aber noch machen könnte. Ich habe mir jetzt gerade noch mal was überlegt. Die Wand soll ja nur zeigen, aber guck mal, wenn man hier vorsteht. Ach nö, weißt du, ach, weißt du was, das kann so bleiben. Ich bin zufrieden. Ich bin eigentlich fast schon zufrieden. So, jetzt muss ich hier noch. So, die Sache ist die. Eine Holztür brauchen wir doch gleich. Und zwar jetzt. Eine Holztür sollten wir auf jeden Fall haben. Kannst ja nicht in unsere Garage hier einfach so reinziehen. Das geht ja auch nicht. So, weil wir müssen ja bedenken. Sache ist die, wenn wir jetzt hier einen Deckenboden hinlegen, na, dann haben wir hier das Theater, das ist das. Das heißt, wir müssen dann gleich dafür sorgen, na, sobald wir die Böden dann nachher legen, dass wir dennoch hier ausreichend Spielraum haben. Warte mal, das ist. Muss. Ja, gut. Moment. Das war ein bisschen zu optimistisch. So. Das sollte aber vom grundlegenden Platz jetzt aber reichen. Checken wir nochmal. Ja, gut, wenn wir hier hochgehen. Ja, klar. Gut, alles gut. Gut, das heißt, ich muss dann bis. Das wäre dann ungefähr hier. Ja. Ja, nur, dass wir das bei unserer Planung, dass ich das mal meiner Planung mit berücksichtige, ne? Ist ja wichtig. So. Oh, verdammt, jetzt habe ich die Wand da rein platziert.
Kriegen Sie wieder raus? Ja gut, kriege ich wieder raus. Kein Problem. So. Gut, ich denke mal... Ja, da fehlt noch eine Wand. So. Wenn wir da den Deckel drüber platzieren, einmal hier diese Schicht drüber. Sollte eigentlich gehen. Ja, wieder Fenster machen hier zum Teil leider gar keinen Sinn. Das ist leider so. Wir können aber hier... Können wir hier auch die Wand fertig platzieren. So. Ja, ich überlege nur gerade aber noch was. Also hier wäre dann ja der Umschlagplatz. Hier könnte man noch, noch ein paar goldene Karren oder sowas reinstellen, um, ja, wenn man Sachen angeliefert bekommt, hier einpacken und dann ab ins Claimhaus. Ich überlege nur gerade was. Was könnte man hier noch reinpacken? Ich weiß das gar nicht. Also hier ist auf jeden Fall noch genug Platz, dass man hier noch echten Kram noch reinpacken könnte. Also hätte ich gesagt, das baue ich mir hier auch noch eine Garage hin. Die muss ja nicht sofort benutzt sein, aber... Ist ja sonst hier einfach eine Garage hin, hier, von ein paar Blöcken. Ich könnte sogar auch krasser und sagen, hier, weißt du was, mach hier draus auch mal zwei Garagen. So, wir brauchen ja nur drei Abstand, genau. Dann würde ich sagen, mach hier eine Garage und mach einfach 1, 2, 3. Mach hier noch eine Garage, ja. Mal gucken, hier könnten wir theoretisch ganz gut... Ja, oder Umschlagplatz, ja. Ja, oder drei Fahrzeuge für drei Umschlagsplätze. Ich glaube, da kann man sich wirklich drum streiten. Aber wenn man das dahin, definitiv drei Abstellplätze für die Fahrzeuge. So. Na. So, gut. Dann würde ich sagen, wir schnappen uns jetzt noch die Kiste mit den Fenstern. Die werden wir jetzt brauchen. Holztür. Doppeltreppe, doppelt. Nee, warte mal. Wo ist denn die Kiste? Ah, wird wohl einer von denen hier sein. Drei. Obwohl, Geländer. Doch, Geländer könnten wir sogar gebrauchen. Wir müssen hier sogar noch welche platzieren. Ah, es geht ja nicht. Wir können ja kein. Keine Garage haben ohne Sicherheitsvorschriften. Das geht ja nicht. Also das Geländer, da würde ich mir sparen. Aber dafür platze ich mir hier noch welche. Wir könnten ja auch, weil das sowieso nur in der Mitte umgeladen wird, können wir ja auch hier sagen, wir machen hier links und rechts dicht. Und weit Spielraum für die Trucks haben die ja sowieso nicht. Pass mal auf, dann mache ich sonst hier und hier einen hin. Dann sieht man das aus, dass das auch Umschlagplätze sind. So. Wisst ihr? So, und dann brauche ich noch einen. So. Dann würde ich schon sagen, ich nehme die Treppe hier wieder weg. Da. Nee, warte mal, kommt das da überhaupt hin? Nee, natürlich nicht. Das hätte mich echt gesagt auch fast gewundert, dass das so ist. So. Ach so, ja gut. Nimm die Treppe an, mein Freund. Treppe? Ja, wollte gerade sagen, nimm doch die Treppe an. Genau, dann brauche ich noch ein Geländer. Was wäre das hier? Ah, guck mal, da haben wir auf jeden Fall hier eine relativ gute Übersicht. Das gefällt mir. So, dann würde ich sagen, packen wir unser Fahrzeug mal ein. Ah! Ah, das habe ich ja toll hingekriegt. Jetzt habe ich unser Fahrzeug verbaut. Moment. Moment, ich komme hier nicht raus. Das haben wir richtig gut hingekriegt. So, guck mal, dann kann man sagen, hier vorwärts raus und dann ab einparken. So. Guck mal, das sitzt auch wie angegossen. Das war schon mal super. So, jetzt muss ich nur das Geländer hier wieder aufstellen. Ich hoffe, das Problem taucht jetzt nicht öfters vor.
Ja, gut, Leute, ich sehe, habe gerade vorhin gesehen, die Zeit ist ja schon fast quasi wieder rum. So, dann muss ich noch mal ganz eben was erledigen und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also Innenarchitektur ist hier soweit gegeben. Wir müssen ja nur noch hinten die Fensterdinger und quasi nur noch das Dach drüber hauen und dann noch ein paar kleinere Dekosachen. Aber das machen wir in der nächsten Folge und zwar das war's mit dieser von mir, euer Hanna Hamler. Ciao, Leute, tschüss.